Ich bin dein Vater. I love you, ooh. I love you, yes I do. Hallo und willkommen hier bei Content Marketing Manager, Social Media Creator. Wir haben jetzt die Woche, ich nehme heute ausnahmsweise mein Video auf, weil etwas Praktisches ist. Wir sollen einen Banner für ein Facebook-Profil erstellen. Über Canva, aber auch über jedes x-beliebige Programm, womit wir besser klarkommen. Canva gucke ich gleich mal, wa? Ich weiß gar nicht, ob ich mich da anmelden muss oder nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Ich muss erstmal alles kopieren, weil ich nämlich hier was vorhabe. Weil ich möchte nicht, ich bin kein Freund von Sachen, klar, bei Banner, YouTube-Banner. Warte mal. Es ist was anderes. Ach Mist, ey, das ist echt doof hier. So. Auswahl, aufheben. So. Weil der hat das hier am Anfang nicht gemacht, das hier. Und, naja, was soll ich sagen? Hier, das fehlt. Wenn ich jetzt hier nicht meine Sachen quasi nutze, ja, bei YouTube und so weiter, nehme ich auch ein anderes Bild, was frei verfügbar ist. Aber hier muss man, hier geht es ja darum, dass man das für sich erstellt. Dementsprechend. Okay, dann muss ich jetzt mal hier so gucken. Nein. Okay. Ich mache jetzt mal komplett dieses untere Teil. Aber es gefällt mir alles nicht. Ich hebe jetzt mal die komplette Auswahl auf. Und... jetzt muss ich mal eine Korrektur machen. Ne. Jetzt hier rüber. Da. Da. Ne. Es hat ja wieder alles übernommen. Ist natürlich doof, wenn er da jetzt alles übernimmt. Weil ich wollte es eigentlich nicht haben. Das passt mir ja nun gar nicht. Ihr seht schon die Misere, dass das Programm gerade etwas ganz anderes draus macht. Okay. Super. Dann gucken wir mal hier. Na, oh, eh ehrlich. So. Okay, dieses Gestell hier unten muss ich ja nicht unbedingt jetzt haben. Ja, ich weiß, ich muss das miteinander verbinden. Warum? Was hat er für ein Problem? Nee. Das will ich eigentlich ungern da drin haben. Nö. Na, dann bleibt das Kabel erstmal außen vor, wa? Ja, komm, leck mal am Arsch. So. Oh. So. Sag mal, machst du jetzt mal hier? Ihr seht schon, Bildbearbeitung ist manchmal nicht so leicht, wie man wie manche glauben, ja. Nein. Und es
Jetzt gucke ich mal hier. Nee, das sieht ja total scheiße aus. Aber wir haben jetzt hier den Umriss der Kamera. Okay. Es hängt jetzt bloß noch an diesem blöden kleinen Schlauch. Gut. Wisst ihr, das nehme ich jetzt einmal mal so mit. So wie es ist. String C und jetzt gehe ich mal hier rüber auf die andere Grafik. Schiebe das hier rein. Klar, ihr seht, es ist viel zu groß. Und kann das jetzt quasi hier ins Bild reinstecken. So. Das hier oben kann man auch mit einer Wolke, denke ich mal, verbinden. Könnten wir ohne wegretuschieren mit dem Himmel. Muss man jetzt machen, braucht man aber jetzt unbedingt nicht, weil es fällt nicht großartig auf direkt. Wenn man das jetzt so macht, fällt es nicht direkt großartig auf. Wir haben jetzt die Kamera hier. Und ich habe mich hier auch noch ein paar Mal verewigt. So, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Wir haben die drei Bilder. Was nehme ich denn jetzt hier? Den Bekloppten da? Nö. Der da? Der hier, ja, ist in Ordnung, oder? Ja, der sieht natürlich noch viel, viel besser aus. Okay, Scherz, kleiner Scherz am Rande. Ich schneide mich jetzt hier mal kurz aus. Ich stelle mich mal kurz frei und mache mich jetzt auch noch ein bisschen größer. Okay, etwas kleiner, weil ich brauche das Bild hier. Ich weiß nicht, ob es macht oder nicht macht, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Das war heute gewesen, da war ich mit meiner Tochter und meiner Frau draußen auf dem Spielplatz. Ja. Manchmal frage ich mich, ja, ich mag das Programm. Ach Gottchen, Auswahl aufheben, alles aufheben jetzt mal ganz kurz, weil hier funktioniert gerade irgendwie ja nicht. So. Gut, ich schieb mich sowieso komplett rein in das Bild. Nee, es passt wiederum nicht. Ich sehe gerade selber hier, also ja, das ist mit dem Hintergrund etwas doof hier. Ich mache mal was anderes. Dazu muss ich mal hier kurz was bei der OBS-Aufnahme machen. Dass ihr euch nicht wundert gerade. So, jetzt kann ich hier wieder kleiner machen. Jetzt gehe ich mal hier rein. Neu. Zwischenablage. Ihr seht das gleiche Bild wie ich. Von daher. So. Erstmal hier das eine hier freistellen. Okay. Dann
Muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, wo das war, aber ich glaube, ich konnte mal irgendwo das Bild drehen. Ach Mann. So. Gut, damit das ja mal ein bisschen weg ist. Auswahl aufheben. Gut. Drehen. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Bild drehen. Ja. Ach nee, er macht das ja quasi so. Genau. Super. Dann haben wir das jetzt gespiegelt quasi. Und jetzt gehe ich nochmal hier drauf. Jetzt hat er natürlich wieder die gleiche Scheiße gemacht wie vorher auch. Und super, jetzt haben wir hier den Arm. Hier haben wir keine Lücke. Hier auch nicht. Und das ist immer gut für die Haare. Der Zauberpinsel, wenn man jetzt zum Beispiel solche kleinen Löckchen hat. Und damit man die Haare dann auch mitnehmen kann, String C. Und das schiebe ich mir jetzt auch hier rein. Okay, dann haben wir das schon mal hier drin. Ne? Natürlich sieht man jetzt die Haare hier so ein bisschen reingefärbt. Aber ist in Ordnung. Kann man etwas nehmen. Und jo. Das Bild könnte ich mir jetzt theoretisch, wenn ich das fertig mache, nochmal früher drüber rüberschieben. Hier einen Cut machen. Damit das dann quasi auch rüber gecuttet ist. Allerdings mache ich jetzt erstmal noch was anderes. Ja, das ist ja die Hausaufgabe, dass man jetzt sowas erstellt. Und das dann soweit fertig ist. So, wie viel mache ich jetzt? 5. Okay, können wir mal so, na? Bisschen stehen lassen hier. Dann haben wir das schon mal drin. Man sieht zwar jetzt erstmal auch, dass es so reingeschnitten ist. Ich nehme mal das Grüne ein bisschen raus hier noch ein bisschen. Haben wir das auch mit rausgenommen. Okay, jetzt kann ich das wieder kleiner machen und dann passt es auch schon. Allerdings, ich würde mich schon freuen, wenn du direkt dran bist. Weil sonst sieht man diesen Rahmen hier. Und das möchte ich ja auch nicht unbedingt. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich noch etwas? Ich kann jetzt quasi hier noch Text reinmachen. Den Text mache ich dann über Canva. Ich speichere das jetzt so, wie es ist, hier ab. Und warte mal, dann kann ich jetzt erstmal noch was anderes machen, wa? Farbe, Farbfelder, Muster, Grundlagen, Eigenschaften. Da, Korrekturen zum Beispiel. Gibt es jetzt noch irgendwelche Korrekturen, die ich machen kann? Automatischer. Ich gehe jetzt erstmal kurz mit den automatischen rüber. So, Bild. Korrektur. Tonwertkorrektur. Zum Beispiel lasse ich jetzt mal kurz automatisch laufen. Dann schiebt er es direkt so rein. War vorher schon ganz gut. Also hat er ja nicht großartig was verändert, muss ich sagen. Das, was er hier findet, findet ihr auch hier drin. Das ist
Ich finde das ganz gut, wenn man das mal so sagen kann. Helligkeit hat da war auch nichts zu machen. Perfekt. Korrektur, verlaut und so weiter, selektiv, Schellenwert, Tonwertkorrektur. Da war es damit das ja dann wechselt, Dynamik. Genau, das war ja auch. Aber Mist. Wir lassen das mal so, wie es ist. Auch wenn das eine gerade relativ spannend aussah. Warum auch nicht? Aber wir lassen das mal so, wie es ist, weil es soll ja auch mal ein bisschen authentisch wirken. Ist übrigens meine Kamera mit das, was ich hier dran habe. Okay. Dann speichern unter. Ja, Kopie und dann das Cheeback. Super. Nee, als Testbanner 1. Gut, Testbanner 1. Lasse ich mal so drinne stehen. Dann öffne ich jetzt mal Canva. Ich weiß nicht, ob ich mich da eingeloggt habe oder nicht. Wenn nicht, muss ich mal nach den Zugangsdaten schauen. Canva. Ja. Habe ich mich da schon mal angemeldet? Ja, habe ich. Design erstellen. Logo. Nee, Logo nicht Banner, war? War ein Banner. So. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Geht mir nicht alle auf den Sack, ja. Gut. Kopieren, einfügen. Kommentar hinzufügen, Elemente, Design. hier war irgendwo, wo man das auch selber reinkopieren konnte. Ich arbeite jetzt. Ich habe mich mit Canva schon mal ein bisschen auseinandergesetzt, aber immer nur mit den Vorlagen, die vorhanden waren. Und jetzt muss ich selber suchen, wie schiebe ich hier was rein in Canva? Wie kann ich hier was rein kopieren? Wenn nicht, lasse ich das über das andere Ding laufen. Was ist das hier? Nee. So stellt man sich als Anfänger dem Programm an. Datei. Dateien importieren. Gut. Ich würde das mal eine Datei importieren machen. Import. So, mal gucken, was macht er hier raus? Jetzt hat er das hier drin. Super. Das ist natürlich total doof jetzt gerade. Er hat das jetzt ein bisschen zu lang gemacht, in dem Falle. Was war jetzt die Voraussetzung für 800 mal 2600? War es sowas gewesen? Kopie erstellen. Was macht er hier als Möglichkeit? Also ich kann hier keine große Animation reinlegen. Okay. Die Sache ist jetzt, es fehlt automatisch etwas.
ob man nun will oder nicht will. Gut. Dann muss ich mal gucken. Ich habe ja das hier noch alles da. Ich hätte mir das als Rohling mal abspeichern sollen, wa? Jetzt habe ich diese Datei, aber ich muss das ja mal ein bisschen nach vorne schieben. Aber ist kein Problem, ich habe das hier noch. Und ich öffne einfach mal wieder was Neues. Ich kann es ja. Ich kann es ja. Na? Nee, hat er, ach nee, hat jetzt wieder das und das und das. Mist. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ich muss mir jetzt überlegen. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen rumgeschnippelt, rumprobiert und konnte alles ein bisschen miteinander verbinden. Jetzt habe ich jetzt zum Beispiel hier diese ganzen Sachen gemacht. Und Canva, das kann man nicht alles, ist alles kostenlos, zumindest das meiste. Da kann man sich sehr viele Sachen mit dazu nehmen. Design will ich gar nicht und so weiter, weil das bringt mir ja alles nichts. Ihr seht schon, Pro, das ist bezahlen, das ist nicht bezahlen. Also es gibt hier so viele Möglichkeiten, alle Anzeigen. Happy Party, Liebe, Video. Videogame Blockbuster. Das sind alles so Videos wahrscheinlich. Also, okay. Aber da was findet, weiß ich nicht. Gehe ich mal wieder hier drauf und mal gucken. Ich brauche, ich, das ist ja alles hier so. Hey, Werbung. Was sage ich jetzt mal? Grafik. Ich will, wie das alles mir ja, das mit den Online-Sachen da, das ist aber doof. Elemente. Also ich will eigentlich hier so die Richtung Videos. Alle Anzeigen, Fotos, alle Anzeigen, Sticker, alle Anzeigen. Und ich weiß ja gar nicht, wie es so ist, wenn man das so reinbleucht, aber es bewegt sich ja alles, sind so alle solche Bewegbilder hier. Grafiken, alle Anzeigen, mal gucken. Ich hoffe, die Grafiken sind still. Bei Grafiken gehe ich jetzt mal auf Video. Und ja, das sieht doch schon mal klasse aus hier. Und ja. Na, doppelte Kamera ist doof. Ja, das könnte man eigentlich. Ist das super? Ja, so eine Art wahrscheinlich, oder? Das kann man auch zum Beispiel dafür nehmen. Hat er noch mehr zur Auswahl oder war es das jetzt? Um es mal ein bisschen dezenter zu machen. Nee, das sieht scheiße aus. Ist in Ordnung. Ich nehme das hier. Oder auch nicht. Ich kann ja mal hier. Ich mache ja mal nicht rein. Ich gehe jetzt mal über den Text. Jetzt muss ich allerdings noch mal über Dings hier rein. Über den Dings da. Das schiebe ich mir jetzt hier rüber. Aber auf den dritten Monitor ganz kurz. Auf den dritten Monitor. Es wird hier eine etwas längere Aufnahme. Und
Dann hauen wir uns jetzt hier so eine Art Text rein. So. Okay. Und immer so, ja. OBS. Eins nach dem anderen. Premiere Pro. Foto. Ich schreibe erstmal untereinander. Photoshop. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das zu Ende geschrieben habe. So, jetzt habe ich, alles eingefügt hier. Jetzt haben wir das hier zum Beispiel drin. Gut. Ich mach das jetzt mal schön fett. Super. Haben wir die Programme. Die stehen jetzt hier untereinander, alles schön und gut. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn das jetzt ein bisschen reingeht, aber gut. Das könnte man ändern. Muss ich aber erstmal gucken, wie. Vielleicht im Hintergrund Projekte. Ich gehe jetzt mal hier rein. Gibt es hier etwas, was ich jetzt machen kann? Gute Frage. Also jetzt erstmal nicht. Textfeld hinzufügen. Ne, dann macht er wieder das hier. Und wir sind aber immer noch bei dem da. Die Frage ist Animation. Kann ich das in einen Rahmen reinschmeißen? Link. Transparent. Animation, Kommentar, Kopie erstellen. Okay. Ich würde vorstellen, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Nee. Noch mal ein bisschen kleiner. Gut. Dann haben wir nämlich das Problem mit der Schrift erstmal nicht. Dann überschneidet sich das erstmal nicht. Ich muss erstmal rausfinden, wie kann ich den Hintergrund hier etwas dunkler gestalten, damit der Text immer noch drinnen bleiben kann. Das wäre natürlich schön. Das finde ich aber noch raus. Ich bin da hier noch gerade am Anfang. Es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Jo. Dann haben wir das zum Beispiel schon mal. So. Okay. Dann sieht das nicht so abgeschnitten aus zum Beispiel. Dann hier eine Überschrift. Was habe ich denn jetzt zum Beispiel auf meinem Facebook, auf der Facebook-Seite dran zu stehen? Gut. Super. Ich kopiere mir den Text hier raus, gehe auf Canva wieder drauf. Mache mir hier eine Überschrift. So, na? Diese Überschrift ist etwas zu groß, muss ich ehrlich sagen. Deswegen mache ich sie einmal mal kleiner. So. Das kann auch ruhig eine Etage tiefer, weil. Mal gucken, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist das zum Beispiel hier? Ah, eine andere Farbe. Schwarz kann allerdings auch bleiben, finde ich. Weil es. Keine Ahnung. Es kann aber so bleiben. Dick kann auch bleiben. Effekte. Aber. Nee. Nee, dann fällt es überhaupt nicht auf. Ich denke mal. Ich nehme mal dieses mittlere Schwarz. Und dann passt das schon. Aber das hier hinten, ich sag das, ich, ja, ich weiß nicht wie. Projekte. Text. Schriftkombination und so weiter. Kann ich. Ich gehe jetzt mal in die Elemente mit rein. Rahmen zum Beispiel. Gibt es hier einen Rahmen?
Kann ich hier noch einen Rahmen mit einem farblich eingebundenen Rahmen nehmen? Das wäre natürlich cool. Da würde ich auch gerne die Hintergrundfarbe ändern, weil es ist weiß. Wenn ich das jetzt hier rausschneide, ich kopiere das mal und jetzt hier einen Text einfüge. Ah, okay. Gut. String V mache. Dann schiebt das hier rüber und das passt mir ja alles nicht. Okay, ihr seht schon etwas schwieriger als gedacht. Es ist wirklich etwas schwieriger, weil vor allen Dingen auch ja, der Rechner, der wird immer älter. Ich wünsche mir auch, der wäre etwas schneller. Rahmen, was bietet der mir denn an, ja? Umrandung. Kasten. Ein weißer Kasten. Gut. Rechteckig, oval. Weißer Kasten hoch. Na, mach mal bitte jetzt hier. Ich brauche nur so einen weißen Kasten, der da oben ist. Also so eine Art weißes Feld in dem Falle, in dem Fall. Weil ich glaube nicht, dass ich die Sachen hier drehen kann. Das ist ja nämlich das Problem. Wo kann ich das jetzt machen? Ich suche das mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe einmal das jetzt mit dir reingenommen. Und werde jetzt hier, warte mal, alles kopieren. Also ich gehe mal in den Kopierer mit rein. Dann werde ich hier. Cool, den brauche ich gar nicht kopieren. Dann lasse ich das gleich so, wie es ist. Und. Gut. Super. Okay. Und das ist dann auch genau mittig. Das passt mir doch. Jetzt sieht das schon mal ganz anders aus als vorher. Ja, man muss ein bisschen rumtüfteln, man muss ein bisschen ausprobieren bei den Programmen. Gerade wenn man ein bisschen vorbereitet, ist das immer so eine Art Sache. Jetzt sind wir aber allerdings schon bei Rahmen. Warum kann ich nicht gleich einen kompletten Rahmen machen? Schiebe ich mir einfach jetzt hier rüber. Allerdings würde ich mir wünschen, wenn ich diesen Rahmen also quer schieben kann, komplett quer. Aber das geht nicht, so wie es aussieht. Aber vielleicht der. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. So. Das sieht scheiße aus. Wir lassen es einfach mal so stehen. Nee, brauche ich nicht. Wir lassen das so stehen, wie es hier ist. Jetzt muss ich allerdings rausfinden, wie funktioniert das noch. Ich werde mir, weil ich noch nicht weiß, wie ich mir das kopieren kann, erstmal auf die Drucktaste geben, zu meiner eigenen Sicherheit.
Öffnen. Ah, Programm habe ich hier drüben geschoben. So. Neu. Gut. Dann mache ich mal schnell hier. Ah, ich habe hier drüber gearbeitet, genau. Nee. So, Bild freistellen. Dann habe ich schon mal das Wichtigste vom Wichtigsten. Wenn ich es nicht brauche, kann ich es immer noch verwerfen. Hier. Aber ich habe erstmal das hier. Bild teilen. Ich würde es gerne runterladen. Geht das? Ideal zum Teilen mit JPEG. Ja, 2600 passt mir ganz gut. Download. War das jetzt hingeschoben? Das schiebe ich mir jetzt mal hier in mein Dings rein. Dann gehe ich mal wieder auf die Festplatte hier. Und gehe einfach mal hier drauf. So. Und jetzt habe ich hier das Bild. Super. Das passt mir eigentlich ganz gut. Gefällt mir. Für den Anfang, für den ersten Start ist das passend. Dafür, dass ich erstmal hier so weit gestartet bin, freut mich das. Jetzt haben wir natürlich das Bild hier. Jetzt kann ich das zum Beispiel austauschen. Dann mache ich mal hier. Das habe ich nämlich die Hausaufgabe erledigt und ihr habt mal so ungefähr gesehen, wie man zum Beispiel sowas gestalten kann, auch wenn man keine Ahnung hat. Ja, es ist etwas umständlich teilweise, wenn man mit mehreren Sachen arbeitet oder auch nicht. Ihr seht schon, das ist ein bisschen zu groß. Lässt sich aber auch, ist jetzt kein Problem, weil abbrechen. Wenn das zu groß ist, dann macht ihr aber etwas anderes. Öffnen. Weil das ist jetzt die Vorgabe von dem Programm. Hier. Dann geht ihr mal hier rein. Erstmal gucken. Jetzt frage ich erstmal Google zum Beispiel. Titel, Bild, habe ich noch nie gemacht, mache ich gerade zum ersten Mal. Facebook größer. Lädt am schnellsten mit der Abmessung vom als 351. Das schiebe ich mir jetzt mal hier rüber. Also 800. So, das Titelbild deiner Seite ist links. Randlos zum selben Verhältnis 16:9 muss mindestens 450 sein. Lädt am schnellsten als JPEG. Mit einer Abmessung von 800 Pixel und 100 KP. Also, ich gehe jetzt mal hier auf die 851 zu 315. Das sieht ja total bescheuert aus. Deswegen gehe ich jetzt hier zurück. Weil ich habe jetzt vergessen, das hier abzumessen. Also, das hier. 851. Gut, dann gehe ich jetzt wieder hier auf Speichern, bla 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 bla. F, ja, Kopie. Oh, er hat schon das JPEG gemacht. Test 1. Okay, jetzt gehe ich ja nach. So, jetzt gehe ich wieder hier drauf. Und probiere es aber nochmal. Na. Wo ist Test 1? Nein. Ja.
Ich habe es doch gerade getestet, 851. Okay, wenn der es jetzt so machen möchte, dann kann ich das so rausschneiden. Um ehrlich zu sein. Dann kann ich auch auf Facebook gehen und sagen, nee, hier zum Beispiel, schneid die Scheiße aus. So, Bild freistellen, speichern unter, also speichern, ganz einfach. Und dann gehe ich jetzt mal drauf. Ja, hochladen. Ohne den Text. Genau, es müsste dann das sein hier. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Nee, ist er nicht. Mann, wo ist denn das? Jetzt geht das hier los. Das muss es sein. Genau. Änderungen speichern. Lasse ich drin. Gut. Dann sieht aber das hier doof aus, weil jetzt bin ich ja zweimal drin. Ne? Ja, die Seite habe ich erst heute komplett erstellt. Und ja. Deswegen. Gut, was kann ich denn noch machen? Ich nehme das hier. Sieht aber auch scheiße aus. Verwerfen. Nochmal neu. Profilbild aktualisieren. Hochladen. Avatar erstellen. Hochladen. Gibt es hier etwas, was hier reinpassen würde? Wisst ihr was? Ich nehme mal das hier. Schnipp, schnapp, Eier ab. Genau. So. Ja, so kann ich das mal stehen lassen, wa? Gut, hat er es jetzt gemacht? Jo, da habe ich einmal das Titelbild erstellt und ich habe es sogar noch, ja, das habe ich jetzt extra gemacht, das muss ich später ändern, weil ich möchte dann mein eigenes drin haben. Obwohl ich kann ja trotzdem nochmal gucken nach meinem eigenen, ob ich hier noch was eigenes habe. Und ja, da gucke ich mal. Jetzt gehe ich mal hier OBS rein und so weiter, hier rein. Mal gucken, habe ich hier noch was? Was gut ist, was nicht gut ist. Schwierig, schwierig, schwierig. So, ich habe jetzt mal das gefunden, das werde ich dafür nutzen. Ist erstmal noch ganz okay. Reicht erstmal vorübergehend. Dann macht er das. Ah, er lebt noch. Und da haben wir das jetzt zum Beispiel fertig. Das passt mir schon mal ganz gut. Performance ist jetzt, geht auch schon in das Bessere mit rein. Und ja, also kann ich klagen. Funktioniert. Ich habe das Titelbild drinne. Und das habe ich auch drinne. Und ich kann meine Hausaufgabe morgen erstmal vorzeigen. Ich habe eine. Von meinem YouTube-Profil, also man kann ja bei Facebook zwei Sachen machen. Aber ihr habt euer privates Profil, das was jeder kennt. Ihr loggt euch ein mit eurem Profil, ist okay, ihr seid in eurem Profil drin, habt eure Freunde und bla 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 bla. Ihr könnt aber auch noch eine Seite erstellen und dann sieht das so, dass ihr hier, dann könnt ihr hier drinnen rumswitchen zwischen der Seite eurer Facebook-Seite und eurem Facebook-Profil. Dementsprechend, das ist jetzt das Facebook-Profil. Ja. Und dann ist wieder mein Facebook-Profil. Und dann kann ich hier rauf gehen. Die Seite könnt ihr übrigens auch so erstellen. Ihr geht einfach hier auf Erstellen, also das.
erstellen, Seite. Und dann könnt ihr eure eigene Seite bei Facebook direkt erstellen. Und dann könnt ihr quasi hier switchen zwischen Seite und Profil. Ich werde jetzt hauptsächlich mit dem Profil, mit der Seite arbeiten, um einfach dann ein bisschen mehr machen zu können. Ich danke erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.